Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Mit dabei Final Bobby, der da drüben, der mir gerade den Mittelfinger zeigt. Oder die, ach ne, der zeigt auf sich. Hey, ich zieh mich an. Und Stadel, der hier gerade. Hi. Hoi. Warte, warte, Stadel. Hä? Mach's nochmal. Nee, komm her. Komm, die wollen sich, die wollen sich an der Hände reiben, so. Die Jungs. Ja, sieht aus. Oder ja. Oh ja. Oh, oh ja, das oh, ist halt Kontakt. Oh. Das ist halt Kontakt. Starte, du hast so kleine Hände. Dein riecht nach Scheiße. Oh, oh, die stinkt. So ungefähr muss das aussehen. Oh Gott, die so. Stinkt. Das ist unangenehm. Das ist ja, wir sind ja in der letzten Folge gestorben, erfolgreich, alle Mann wieder. Hä? Und verstehe ich nicht. Ich auch nicht. So, und wir sind jetzt auf dem Weg. Bei Bobby gibt's die letzte Folge nicht. Stimmt, bei Bobby gibt's die letzte Folge wieder. Gestorben. Bei Bobby gibt's die letzte Folge wieder nicht. Ja, er ist einfach wieder, keine Ahnung, im Paralleluniversum gewesen. Warte, die Folge, wo wir alle sterben, habe ich. Ach so. Glaube ich. Hey, das war doch auch der letzte, oder nicht? Nee, das war die letzte, du Heiko. Nee, stimmt. Ja. Ich hab diese Folge. Wow. Ja, der nächste Tote. Ich schieß zurück. Ja. Ich werf mal eine vergammelte Tomate. ich werf eine vergammelte Granate. Granate. Nee, die Granate hab ich gefressen. Die Tomate hab ich jetzt gerufen. Lego. Ach so. Stolle. Ich dachte, was ist das für ein Schuss? Huch! Alter, ich dieser Schuss. Scheint ganz schön deine Pistel. Ja, oder? Surround! Ja, wir haben jetzt einfach mal überlegt, dass wir jetzt mal nicht mehr auf sowas eingehen, großartig. Alles klar, wieder runter. Also, das war eine Einladung. Jetzt geht's los. So, dass wir einfach mal nicht mehr auf sowas großartig eingehen, dass wir uns jetzt mal wieder Richtung Kartenmitte bewegen. Bisschen looten, bisschen. Ein bisschen Blödsinn bauen. Hä? Bei dir kommt, die werden auseinander gebastelt. Ja, das sowieso. Also bei Stadel, Stadel hat immer mal so seine 5 Minuten, also merkt man nur gerade wieder. Stadel will einfach alles töten. Oh! Bobby, soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen, was ich gefunden habe? Ja, Shotgun? Nee, besser. 2 Shotguns. Jetzt eine doppelläufige Shotgun. Nee, die CR500er. Achso. Hä, so. Was ist denn besser? Na, weiß ich nicht. Wow. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch in das Jägercamp. Also oben gibt es dann ein Jägercamp, da können wir uns nämlich erstmal ein paar ordentliche Klamotten. Also der Rucksack, also ich finde find diesen selbstgebastelten Lederrucksack an sich echt geil. Bloß in diesem Braun sieht das aus, als hätte ich mir eine Kackwurst auf den Rücken gelegt. Achso, jo. Benimm dich. Geruchsneutral. Tschüss, Schande. Ja. Tschüss, Ups, seid ihr abgebogen? Ja. Den hätte er um. Sich irgendwann hoch. Wenn sich da irgendwann umdreht, hä, wo sind die denn hin? Ja. Ja, warte mal. Ja, ich glaube, irgendwelche anderen Leute mit ist. Ja. Seit wann habt ihr blaue Armbänder? Was ist aber das, du M4? Ja. Ey, Erik, weil seit wann hast du eine Shotgun? Ich hab auch keine. Habt ihr ein Messer? Ja. Hier vorne sind Schafe. Ich dachte, die Club schon. Na, schieß mal jetzt. Das ist problematisch, weil ich keine Muni. Hat einer Winchester Muni? Nö. Die sind ja eh langsam. Das hat das Vieh nicht genug. Das erste ist tot. Ich hab meine Batterie. Warte, ich hab meine Batterie. Ich hab zwei. Lasst. Ich hab zwei. Ja, wir machen alles. Ah, die sind Kinder hier stehen. Was rettet ihr hin und her? Komm, ich will dich erschlagen. So, ich hab jetzt gar keine Muni mehr, außer für die CR. Ich hab ja. Zwei, ja. Wir kommen wieder her. Schade, ja. Komm her. Und ja, wir haben jetzt 3, das ist gut. Da haben wir wenigstens noch was zu essen. Holz. Schweinerei. Wir, der Kasse hier. Hallo? Hallo? Ja. ich schneide hier. Das ist wie auf Arbeit, ich schneide mein Brot, die wollen schon wieder alles haben.
Alter, jetzt hab ich die Knochen gekriegt. Ich hab Knochen eingesackt. Ja, ich auch. Oh. So, hier vorne ist das andere Schaf noch. Ja, ja, ich seh schon. Ich hab Streichhölzer. Das ist schön. Das ist schön. Dann haben wir eine Axt, wir haben Streichhölzer, das heißt, wir können Feuer machen. Das ist eine Hammel. Ja, also du. Mensch. Das ist die männliche Ziege. Was machst du da? Willst du der Ziege in den Kuss gehen? Oh. Ich habe ihr in die Augen geschaut. Sie hat mir von ihrem Leid erzählt. Ja. Ey, wer Knochen? Ah! Schnell weg hier. Schnell mit meinem Wasser bis in meine Hände. Oh, mein Trinken damit ist gerade auf Rot. Damit ich keine Infektion habe. Trinken habe ich auch nicht gefressen halt. Pass auf, warte, bleib mal alle stehen. Bleib mal alle stehen. Pass auf. Ist das sauber? Keine Ahnung, ich habe schon die ganze Zeit rausgetrunken. Hat jetzt Corona, sorry. Toll, das so, mit der Corona-Krise. Du kriegst das hier. Lauf schon mal vorher. Den Ballpreis hat er doch mal, Leute. Ach so, weißt du, der hat hier... Ich hab's vergessen. Der hat einen Luxus, weißt du. Plötzlich gibt ein bisschen Reis und der auf einmal ist das selber. Und ich sag, meine einfach Marmelade mit Reis, das schmeckt. Das ist schon so eine ekelhafte Kombi. Da kennt das Gericht nicht. Oh. Aber eigentlich ist es ja nichts anderes wie Milchreis mit Erdbeeren. Ja. Erdbeermarmelade mit Reis. Ich weiß gar nicht, wo jetzt dein Problem war. Aber das ist trotzdem eklig. Ich esse ja kein Milchreis. Ich finde Milchreis eklig. Grießbrei ist dann schon eher geil. Ist ja kein Fleisch drin. Grießbrei auch nicht. Na doch, Grießbrei ist schon. Kevin, warum hast du mich jetzt eigentlich mit Stadion allein gelassen? Weil ihr dort hinten die verfressene Bande seid. Ja, ich bin mit allem weiß. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Jo. Dass ich gelb bin, gelb, weiß, weiß und weiß bis blau. Wäre ein bisschen komisch, wenn du halbtot wirst. Naja, mein Trinken war gerade auf Rot. Wollen wir vielleicht erstmal was zu essen machen hier? Ich wollte ehrlich gesagt erstmal... Ich weiß nicht, wo dahin ist. Ne, einfach die Straße weiter erstmal folgen. Dann ist er nämlich... Kommen wir von Jägercamp. Dort wollte ich erstmal jetzt hin, dass wir uns erstmal so eine Grundausstattung... Straße folgen und dann... Hey, wir sind Devil's Castle. Kevin, wo bist du? Noch bei mir, Jägercamp. Aha. Ich will Buchse an. Starte, weißt du, was das Problem jetzt wäre? Du siehst einfach schwul aus, Stott. Ja, ich will. Okay, was wir sind jetzt bei Megacamp. So, Stott, weißt du, was das Problem ist? Wenn jetzt Wölfe gekommen wären. Wölfe. Wölf, gell? Bist du in das Haus gegangen? Da war ich schon, ja. Da hinten Achtung, halt in der Straße. Achtet auf Fallen, ne? Ja. Seht schon habe ich eine wunderbare Buchse. Ich habe einen wunderbaren Zombie. Ich habe einen Streitkolben. Jetzt ist eh alles aus. Ja, ich hab einen Dosenöffner. Ich hab mal einen Darm. Das ist nichts Neues. Hallo Erik. Ja, Erik, der muss ich erstmal ausstuhlen noch. Oh, ich geh jetzt hier schon mal zu den Häusern. Hier ist ein ganz großer Rucksack. Rucksack? Ein roter Rucksack. Sackrucksack. Eine Jägerjacke. Ein Lederbottel. Mhm. Ein Lederbottel? Ein Lederbottel. Ist bestimmt eine Trinkflasche. Oh, ein Kompass. Immer. Hey, eine Feldflasche. Oh, noch ein Kompass esse ich. Das stimmt. Mein Controller macht wieder aus dem Bild. Oh. Das ist gut. Ah, er hat's wirklich nicht gegessen. Ja. Die Kompassnadel zeigt woanders hin. Die zeigt so nach unten, da drehe ich mich halt im Kreis dann. Ja. Oh, noch ein Kompass. Oh, jetzt ist mein Essen auch schon auf Rot. Sehr schön. Oh, hier sind zwei Lederrucksäcke. Achso, die. Jägerjacken machen gar keinen Unterschied. Braucht ihr nur noch eine? Ich brauche eine. Ja, wir haben einen Lederrucksack. Was ist denn das für eine? 63er Lederbuchse. Nee, ich meine hier die Jacke. Hier. Oh, das ist nett. Die ich anhab. Wieso macht das bei dir keinen Unterschied? Achso, zur Feuerwehrklamotte. Nee, weil ich die anhab. Achso. Soll ich dir mal. Bobby? Achso, ich bin übrigens rot beim Essen schon. Wieso lässt du die CR75 hier? Welche CR75? Achso, dein Kapu. Achso, das hat's mir jetzt nicht geladen oder was? Da drinnen, ja. Der Kapuzpullover ist doch. Ja, ich hab die in der Hand. Ich meine die Pistole. Achso. Du was zu essen machen? Ich sagte CR50, aber ich kann die nicht rausnehmen. Ja, dann lass mal hier in den Wald gehen. Ich, wie gesagt, ich bin gerade mit dem Essen auch rot. Ich sollte nur langsam irgendwas hier essen. Hier hinten gab's jetzt keine Hose mehr, oder? Nee. Ich kann dir zur Not noch ein bisschen Marmelade geben. Nee, danke.
Darf ich mal den Streitkolben an irgendjemanden testen? Nein. Komm, ich halt meine Waffe hin. Test noch eins. Gut. Kevin, du hast eine Faust. Oh. Bei mir hat er Streitkolben in der Hand. Ja, bei mir nicht. Achso, okay, na dann. Na dann hier, Holzfäller Joe, du musst Holz fallen. Okay. Während ich eine Runde Stahl befummel hier. Ha, ich hab Stahl seinen Long Stick gekriegt. Geil, Baumstamm raus, noch ein Baumstamm. Oh, Heidi, anstatt dass auf das Holz drauf haut vor. Nee. Beste. Guck mal, Kevin, da hast du jetzt. Ihr habt zum Glück nicht gesehen, was ich gerade machen wollte. Du hattest einen Streikholm benannt, weil sie schlagen. Nee. Mich hat der Boom aufgespießt. Oh. Ey, das sieht aus wie bei Conjuring 2. Oh, jetzt macht er Werbung, okay, Achtung. Oh nein, Stadio das von YouTube. Stadio, kannst du mal bitte ganz dringend, ganz wichtig und ganz schnell das Feuer anzünden? Warum? Du hast sogar nicht Feuer anzünden, bevor ich gefunden habe. Ja. Nee. Und du verbrennst mich. Mein Essen ist bloß rot, deswegen. So. Das vielleicht an sein. Ja, ja, es ist auch an. Wie viele hast du hier lange Stöcke hast du? Ein. Nix so. Na was? Lange Stöcke. Dort die kleine Tanne. Ja, die kleine, Tanne, ganz kleine Tanne vor dir. Ja, nein, die nicht. So, ja, die nicht. Zum Erdbeben sehen sie oben. Okay. Die nicht, Bobby. Hinter dir die. Oh, ist das sinnlos. Nein, die ist auch viel zu groß. Mensch, Bobby, dreh dich rum. Dann machst du die hier. Ja, hier geht. Wenn du sagst, das ist zu groß hier hinten, ja. Dann, oh, oder ich die, die geht auch. Ich hab einen lang gefunden. Wenigstens Aimer. Wie in meiner Hose. Oh Gott, herzlich willkommen auf YouTube. Hey, ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab immer einen Langstock mit dabei. Ja, man weiß nie. Ja. Soll ich da mal das Fleisch draufstecken? Was auf der steckt gleich so ein Bein von sich drauf oder so? So, hier, bitte schön. Oh, hä? Achso, ich bin dumm. Gut, schön, dass er es selber sieht. So gegen Ego. Schön in Ego-Perspektive mit euch grillen. Scheint es schön mal vielleicht ganz weit weg von. Ja, das ist so schlau. Ich will die Ego-Perspektive gerne drücken. Erst Touchpad? Ja, moin. Ja, ich auch. Das Gute. Starte, der hat kein Fleisch. Kevin hat schon einen Stock in der Hand. Du hast bei mir okay Fleisch drauf, also alles gut. Bei mir hat Bobby kein Fleisch dran. Ja, also liegt es eindeutig an Bobby. Genau. Na gut. Ja, aber mit seiner Schule. Ja, aber mit seiner Schuluniform. Was? Der Bobby auf Stock kriegt bloß ein Bubel. So meiner. Ich müsste vor irgendwo hin schnäpsen. Ja, deswegen habe ich in deine Jacke vorhin doch gekackt. Oh, geil. Deswegen war das. Ich wollte schon sagen, das rutscht doch ganz einfach in der Ärmel rein. Ich habe mich schon gewundert. Du flutschst es schon so rein, wo? So. Wir haben die ganze Zeit Beobachter von irgendwelchen Typen, die warten, bis sie fertig sind mit Brüsseln und dann teilen wir uns fort. Ja. Das hatten wir doch schon mal, Kevin. Ja. Tja, taktisch mal. So, also mehr als das Stück mache ich aber nicht, weil sonst wird die Folge wieder Let's Grill Together. Hey, wie, ich wollte das Let's Grill Together nennen. War eigentlich so der Plan. You spin my head right. Weißt du noch die Bilder mit Eric? Wo die Party nicht ging? Ja. Alter. Fanny. Guck mal Leute, so sehe ich innen drin aus. Schwarz. Ho 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 ho. Oh, Rassistenwitze. Durch und durch, ja. Ja, der Halbbinder macht hier die Rassistenwitze. Natürlich. So, seid ihr dann fertig? Nee. Ein Stück mal. Reißt du dir einen Finger nach anderen aus oder was machst du? Ja. Ja, der frisst seine Pfoten, wie es aussieht. Schön Fingernagel zuerst, weißt du? Das knuspert wenigstens schön. Geht er zuerst? Hast du die Zeit gerade im Blick? Ungefähr, ja. Okay, heißt? Wir haben es jetzt 17 Uhr. Wir haben ungefähr angefangen mit, ich glaube tatsächlich 40 oder 35 oder so. Okay.
Okay. Da kann ich jetzt aber auch um. Let's grill together. Let's grill together. Da mit einem Doktor, wo nicht dran hängt. Ja, aber wir kennen das ja auch von zu Hause so. Was? Was? Das, ne, dass da nichts zu essen dran hängt. Also, ja, ja. Ist das normal? Ich hab nie was zu essen. Ich weiß gar nicht, wie das Essen aussieht. Sorry, Jungs. Alter Schwein, das macht unser Feuer aus. Ich wollte vor allem nur was trinken. Was willst du? Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Feine, in Ego sieht das ganz komisch aus. Sorry, na, meine Lust jetzt hier, ja. Schön in Ego, Leute. Ein Kanarienvögel. Together. Okay, noch kriegst du dich mal für meine Teammates. Aha. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Ich glaube, die Folge nenne ich Bobby wird gemobbt oder sowas. Der Mobbingkreis oder sowas. Bobby und seine rassistische Witze. Und dann werde ich nur gemobbt. Zack, Strike Nummer 1. Mann, hat ja voll lange gedauert. Ja. Ja, nach dem Start seine ganze Ausdrücke bei uns hat. Ne, ich versuche mich da relativ zurückzuhalten. Achso. Das wurde ich tatsächlich schon des Öfteren gefragt, es war gestern erst wieder von ein paar. Sie haben gesagt, wenn ihr so privat, also wenn ihr jetzt schon so privat so extrem frei dreht und vor allem solche Ausdrücke rausschmeißt manchmal, wie ist das denn in euren Videos? Hab ich gesagt, komischerweise funktioniert das da eigentlich immer relativ gut. Bobby, was ist das? Was denn? Oh, Copyright Strike! Ja. Gut, aber es ist ja, sag ich mal, ne. Wo hast du eigentlich den Hunting Backpack her? Der war da drinnen, wo deine Jacke war. Ich hab eine Kugel. Ja. Ja, und du hast eine Faust bei mir. Verbissen du Captain Jack Sparrow und hab eine Kugel in der Kanone gehabt. Ja. Heidi. Ich hab ein Glas voll Dreck, Das einzige Mal, wo es bis ausgeartet ist mit den Ausdrücken, war bei mir bei dem Kill. Aber dafür konnte ich nicht, das war einfach wirklich. Das ist einfach das ist einfach das Intergehen da. Sobald er eine Kuh sieht, flippt er aus. Oder halt einen Kill macht. Heilige Kuh. Ja, schaut einfach mal bei meiner ersten Folge vorbei. Da war ein Reh auf dem Dach. Das heilige Reh. Das heilige Schwini. Okay. Schade, sag mal, hast du eigentlich unsere Videos schon geguckt? Danke für die gute. Was ist jetzt? Keine Ahnung, ich sag. Das ist wie so ein Taubenschiss dort gerade. Ja, keine Ahnung. Das dreht ja immer so mal zu werden, da vor uns Gegner gewesen und der sagt nix. Oh, geil. Blume. Ich steh mir doch schon. Hey, ist das schon Devil's Castle? Nee. Keine Ahnung. Kann nicht sein. Aber ja, eigentlich. Der Turm da hinten doch, das ist es. Nee. Oder? Wie kann das sein? Ich hab eine Teleinfektion bekommen, oder? Ja, ich hab dir vorhin Desinfektionsmittel gegeben, wo du disconnect hast. Kevin? Hey, wenn das dein scheiß Wasser war, ich hau dich. Nee, es kann sein, dass das die Feldwasche war, die ich getrunken hab. Ja, das sollte. Oh Gott. Ich hab dir auch vorhin noch Desinfektionsmittel gegeben. Oh. Ach so. Das kann auch sein. Jetzt bist du pochentief rein, noch innerlich. Jetzt bist du von deinen Sünden frei gewaschen. Bobby, willst du meine Streichhölzer? Schade, möchtest du meinen langen Stock mal schauen? Oh, hallo, jetzt ist aber gut, Mann. Ich bin da mal weg. Ja. Ich renn mal runter, Kevin. Ich hab wohl eine schwarze Feuerwerks mit. Ja, was willst du mit deinen Fäusten? Das ist eine Axt. Alter, der schlägt. Das ist der Streitkolb, ich würde ihn mal an einem Zombie testen. Keine Ahnung, ob der wirklich hilfreich ist oder nicht. Ich hab dafür den Stock. Wie viel Schaden hast du eigentlich von uns bekommen, Stadel? Gar keinen. Okay. Half-Life. Tot. Ich hätte mir tatsächlich eigentlich gedacht, dass du da mit zwei Schlägen mit dem Kopf wahrscheinlich dann instant...
Warte mal, hattest du Bluten? Nee. Ist eine stumpfe Waffe. Okay. Der Streitkörper hat aber ganz schön Spitzen dran eigentlich. Mhm. Nee, das ist dann der Mogenstern. Ah, ja gut, ich hab ein paar Dinge verwechselt vielleicht. Vielleicht viel. Bobby hat einen Übermogenstern gedacht. Oh Gott! Oh Gott, ey, das hat jetzt kurz gedauert, ehrlich gesagt, aber. Oh. Nee. Oh Gott. Hol dich Beine hoch, da kommt. Naja, der ist so. Kevin! Kevin, auf Augenhöhe! Ja. Voll geil, Kevin stolpert. Sag mal. Ach, da drüben! Wahrscheinlich da, ne? Glaub ich. Was ist da drüben? Der nächste Tod? Ne, ne, ich such gerade den Turm. Das kann doch niemals Davids Castle sein. Hey, nee, das war auch nicht Davids Castle, aber. Das Regen. Naja, aber ein Turm. Hat wieder Halluzination. Was wurde, das würde die Pilze, die er von seinem Balkon frisst. Ja, dort. Ah, da oben. Ist der Burg. Aber das ist nicht Davids Castle, ne, das ist nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen von meiner Pfeilflasche nochmal trinken. Oh Gott. Für den ganzen Tag Beyblades fressen, weißt du, dann let it run. Game Beyblades. Beyblades war cool. Die alten, ja, aber das neue ist scheiße. Ja, die alten. Die alten auch aus Metall noch. Und ja. Nicht aus Gummi. Ja, ich weiß noch, in der Schule immer. Alle mit so einem normalen Beyblade. Wir hatten in der Klasse irgendwelches Zeug von den Polen gehabt. Sie hat eine halbe Einrichtung auseinandergenommen mit den Dingern. Das ging gar nicht. Der ganze Beyblade war nochmal am Arsch. Der hat damals Beyblade gegen den Kopf gekriegt, da muss er mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Todeskreis. Was haben sie da gesagt im Krankenwagen? Let it rip! Oh Gott, der Arme. Stahl, dir ist nochmal Kompass zu fressen. So. Ich hab für teuer. ich geh schon mal. Ja, Mann, ich hab die Tundra, die schwarze. Oh Gott. Schräg laufen. Bin auch sehr auf X gekommen. Ja. Schade, kann einfach nicht laufen. Hier, ich habe eine schwarze Tundra und ich habe hier oben mal eine Zähne und eine Blaze gelegt. Ja, Kevin, das sind so Zickteilen. Und dann halt die nicht. Blaze nehmen? Die liegt oben direkt, wenn du diese Holztreppe hochläufst. Kannst du ja mitbringen, ich bin schon hier am Airfield. Weil dein Controller sich wieder selbstständig macht. Wir sind einfach unten bei den Mauern. Bei den Mauern von Lothric. Ah, die ist aber eine geile Aussicht. Kannst du mir das Ding mal mitbringen, Kevin? Ja. Großzügig. Ich weiß wie immer. Hey, ich hab eine grüne Tundra. Ich fress was? Ja. Und eine Jägerhose. Ich fress okay, die beide mein Gegenlicht. Nein, ich glaube, das passt. Da leuchtet deine Wurst beim Scheißen. Oh, so. Guck mal, da ist Krasnovster, genau. Und da müssten wir eigentlich nur noch in die Richtung weiter erstmal. Also hier wurde auf jeden Fall eine Base oder sowas angefangen. Oh, es ist übel dunkel drin. Ich hab nicht wirklich gefressen. Bist du noch oben? Ja, naja. Also ich komme gerade runter. Du bist da oben. Okay. Ich stehe vor dir. Ich hab die Blaze jetzt hier. Kevin, das sind nicht wir, wenn du gerade bei ihm bist. Ja, das ist ein anderer. Oh. Hey, wo seid ihr beim Torhaus? Unten bei der Mauer. Ich bin jetzt auch bei der Mauer, da wo das Torhaus ist. Ja, aber das ist so. Komm, starte. Huch. Was ist denn hier? Kommt hier. Ah, hier hat Bobby, glaube ich, seine Hose gewechselt. Ich hab Muni für den Blaze, nein, ne? Nee. Warte mal, was so. Braucht ihr die? Winchester. Achso, nee, ich hab nur Shotgun. Was ist der Ding, Kevin? Steht noch hier? Hä? Kevin ist vor mir. Oh. Wollen wir verfolgen bald machen? Können wir machen. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Chaos-Folge. Ne? Das ist halt die Klappe. Das ist meine, hör auf zu klauen. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und nicht klauen! Oh, halt's Maul, Dora! Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und macht's gut! Kevin! Ciao. Kevin!